Bali. Paradies im Ausverkauf. Allein der Name der fernen indonesischen Insel Bali löst Sehnsucht aus. Traumhafte Vulkanlandschaften prägen die tropische Insel mit ihren terrassierten Reisfeldern. Bereits in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde die kleine Insel zur Projektionsfläche westlicher Sehnsüchte und fälschlicherweise zum Inbegriff einer idealen Südseewelt, bevölkert von guten und unschuldigen Eingeborenen. Die traditionell barbusigen Balinesinnen und die raffinierten religiösen Zeremonien faszinierten die verklemmten Kolonialherren. Bereits damals wurde Bali zum Ziel hedonistischer Aussteiger und Künstler aus dem Westen. Nur auf Bali konnte sich bis heute eine uralte Form des Hindu-Buddhismus erhalten. Einer Religion, die vor der Islamisierung in ganz Südostasien vorherrschend war. Für die Balinesen sind Kultur und Religion dasselbe. Im Mittelpunkt ihrer religiösen Überzeugungen steht der Glaube an die Wiedergeburt des Menschen. Im Leben geht es ihnen deshalb um mehr als um die Ansammlung materieller Güter. Wichtiger als materieller Erfolg ist es, durch richtiges Handeln gutes Karma zu erwerben. Bali liegt in Südostasien, zentral in der riesigen indonesischen Inselwelt, etwa auf halbem Weg zwischen Singapur und Australien. Obwohl die Insel mit 5.800 Quadratkilometern nur so groß ist wie der Kanton Bern, hat Bali heute 4,5 Millionen Einwohner, fast eine Million mehr als noch vor 10 Jahren. Neben der hohen Geburtenrate ist dafür auch der boomende Tourismussektor verantwortlich. Innerindonesische Migranten kommen auf Arbeitssuche ins vergleichsweise reiche Bali. Über 14 Millionen Touristen haben 2017 Balis spektakuläre Strände besucht. 2020 sollen es gar 20 Millionen werden. Die Folgen des Booms? Das Abfallproblem Balis ist nicht zu übersehen. Und die Infrastruktur der Insel hält trotz vieler neuer Straßen nicht mit. Bali ist ein Magnet für die globalisierte Massengesellschaft. Nicht nur für Touristen, sondern auch für Auswanderer und Aussteiger auf Zeit. Und in den letzten Jahren immer mehr für die sogenannten digitalen Nomaden. Die Stadt Ubud im Landesinneren ist das kulturelle Zentrum Balis. Balinesische Traditionen, Religion, Kultur, Kunst und Kunsthandwerk genießen hier traditionell einen hohen Stellenwert. Ubud zieht Sinnsuchende aus aller Herren Länder an und wirkt wie eine Art spiritueller Supermarkt. Hier wird alles angeboten, was gerade im Trend liegt. Gegessen wird vorwiegend vegan und natürlich glutenfrei. Viele Ausländer bleiben für einige Wochen oder Monate, manche für immer. Ashley O'Neill aus London hat sich bereits zum zweiten Mal auf Zeit in Ubud niedergelassen. Jeden Tag fährt sie zur Arbeit und Inspiration zu Hubud, einem Coworking Space, wie man sie heute an vielen attraktiven Orten auf der ganzen Welt findet. Gegen eine geringe Gebühr gibt es ultraschnelles Internet, immer frischen Kaffeenachschub und nach Bedarf auch den Austausch von Know-how. Ihre Erfahrungen als digitale Nomadin hält die 38-Jährige in einem Travel-Blog fest. Es ist einzigartig hier. Wir führen ein unstetes Leben, weil wir als digitale Nomaden umherziehen. Deshalb brauchen wir einen Ausgleich zu all der Aufregung und dem ständigen Wechsel. Indem wir an solchen Orten arbeiten, finden wir ein Gefühl von Stabilität und Struktur, die es uns erlaubt, produktiver zu arbeiten. Ich war ursprünglich im Marketing Consulting. Aber jetzt entwickle ich eine Agentur für Frauen, die alleine reisen. Frauen, die neue Erfahrungen machen wollen und sich eine Auszeit gönnen wollen. Ich will ihnen dabei helfen, allein zu reisen, dabei aber Ansprechpartner und die Unterstützung Gleichgesinnter zu bekommen. Ubud. 2013 gegründet, treffen sich jedes Jahr über 10.000 Gleichgesinnte aus aller Welt in Ubud, das sich zu einem der begehrtesten Coworking Spaces weltweit entwickelt hat.
Wir kommen beide aus Italien und haben uns vor 3 Jahren in Sydney kennengelernt. Seither waren wir in Thailand, Indonesien, den Philippinen, Fidschi, Paris, Deutschland, der Schweiz, Spanien. Insgesamt waren sie zusammen bereits in über 20 Ländern. Christina ist Schauspielerin und Opernsängerin, gibt Gesangsunterricht und coacht Menschen für öffentliche Auftritte. Emanuele ist ein gelernter Fernmeldeingenieur. Mit seiner in Australien registrierten Firma verdient er viel Geld, unabhängig von seinem Wohnort. Ich komme hierher, um mich zu konzentrieren. Ich programmiere viel und Hubot ist ideal dafür. Schnelles Internet, eine gute Gruppe von Menschen. Und wenn ich ein Problem habe, ist meist ein gescheiter Kopf da, der weiterhelfen kann. Hier kann man gut ein Netzwerk aufbauen. Und Ubud selbst ist ein spiritueller Ort. Hier gibt es viele Heiler- und Yogaschulen. Vieles, was man in unseren westlichen Gesellschaften sonst nicht findet. Ich kann mich weiterentwickeln und Neues lernen. Die Natur und die Reisfelder tun ihr Übriges dazu, dass man sich hier einfach wohlfühlt. Wenn man morgens aufwacht, fühlt man sich einfach schon gut. Es ist eine Art Schlaraffenland, ein großartiger Ort zum Leben. Jake Orak aus den USA ist einen anderen Weg gegangen. Sein Geschäft ist nicht virtuell. Ich habe mein eigenes Business. Ich designe Gepäck, Taschen, Rucksäcke, Laptop-Taschen und Ähnliches und produziere in Vietnam. 5, 6 Jahre nach der Gründung waren wir stabil genug, dass ich entscheiden konnte, wo ich leben möchte. Ich muss einige Male im Jahr nach Vietnam, so dass es Sinn macht, in Südostasien zu bleiben. Wir hatten viel von den Coworking Spaces auf Bali gehört. Es war nicht nur ein guter Tapetenwechsel, sondern auch ein gesunder Ort zum Leben und um sich mit anderen Jungunternehmern zu beraten und unser Business fitter zu machen für das digitale Zeitalter. Wir haben hier auch Leute getroffen, die um einiges älter sind als wir und dasselbe gemacht haben, ihr Leben verändert und sich neu erfunden haben. In das malerische Umland von Ubud hat sich 2002 auch ein Zürcher Top-Banker zurückgezogen, um über den Fortgang seines Berufslebens zu sinnieren. Und er ist nie mehr weggegangen. Ich habe mich zu diesem Zeitpunkt bereits entschieden gehabt, meine angestammte Tätigkeit in einer großen Schweizer Bank zu verlassen, weil ich das Gefühl hatte, dass die Kultur sich in den letzten Jahren so stark verändert hat, dass es einfach nicht mehr zu mir gepasst hat. Bei der Bank habe man sich weniger für die Interessen der Kunden interessiert als für die Bonuszahlungen des Managements. Und er habe ohnehin Fernweh gehabt. So ließ er sich sein Pensionskassenguthaben auszahlen und zog nach Bali. Es war eher eine Möglichkeit, mich mal ein Jahr aus dem Berufsleben zu entfernen, um mir Gedanken darüber zu machen, was ich in Zukunft die letzten 15 Jahre meines Berufslebens machen will. In diesem Haus, in dieser Umgebung, wo die Natur so dominant ist, wo du rund um dich herum nur Grün siehst, wo der Wohnraum auf 3 Seiten offen ist, du jedes Geräusch der Natur hörst, es ist einfach so, wie es ist. Und wenn du vorher 12, 13, 14 Stunden pro Tag gearbeitet hast und an einem solchen Ort kommst, da realisierst du, dass du langsam wieder Boden unter den Füßen kriegst. Bali gefiel Elba so gut, dass er nicht mehr weg wollte. Er war angekommen. Doch als echter Schweizer tat er sich auf Dauer schwer mit dem süßen Nichtstun am Pool. Als er dann bei seinen Besuchen im nahegelegenen Ubud immer wieder junge Bettlerinnen mit ihren Kindern sah, bekam seine Bali-Idylle Risse. Niemand wollte ihm sagen, woher sie kamen. Schließlich erfuhr er, dass sie alle aus einem abgelegenen Berggebiet stammten. Nach einigen Wochen bin ich in dieses Berggebiet raufgefahren, auf der anderen Seite der Insel, nach Muntigunung, und habe ein Bali erlebt, das ich mir überhaupt nie hätte vorstellen können, dass dies auch noch existiert. Ein Bali, wo nicht grün die dominante Farbe war, sondern gelb, verbrannte Erde, halbwüstenähnlich.
Und dass das bedeutet, dass alle Familien bis zu 5 Stunden täglich laufen müssen, um überhaupt 10 Liter Wasser zu organisieren. Daniel Elber hatte seine neue Lebensaufgabe gefunden. Mit seiner Managementerfahrung stellte er ein Team zusammen, investierte zuerst sein eigenes Geld und sammelte dann Spenden, um die Lebensbedingungen der Bergbewohner zu verbessern. Heute gibt es in 12 Dörfern eine nachhaltige Wasserversorgung. Dank Zisternen und Elbers unbändigem Willen. Über 2000 Menschen haben Arbeit in Landwirtschaft und Kunsthandwerk gefunden, die ihnen zumindest ein regelmäßiges Grundeinkommen sichert. In jedem Dorf, wo wir die Wasserversorgung sichergestellt haben, versuchen wir, den Menschen eine Fähigkeit zu vermitteln, die ihnen erlaubt, irgendein Produkt herzustellen. Ich denke, wir haben auch die Verantwortung in unserem Leben, uns selbst glücklich zu machen mit dem, was wir tun. Ja, wieso soll ich dann, wenn ich schon die Möglichkeit und die Freiheit habe, etwas zu tun mit meiner Zeit, was nicht nur glücklich macht oder mich erfüllt, sondern im Prinzip auch Nutzen stiftet für andere Leute? Das ist viel mehr wert als jeder Bonus, ist viel mehr wert als Geld. Das Geld kann ich nicht mitnehmen, wenn ich gehe. Aber die Erinnerungen, das denke ich schon, sind Fußspuren. Von seinem Pensionskastengeld ist längst nichts mehr übrig. Das meiste steckt in seinem Hilfsprojekt. Selbst lebt er heute zur Miete und von einer kleinen AHV. Doch für ihn stimmt es so. Wai Chin ist eine Therapeutin und Heilerin aus Singapur. Wie die meisten Experts hier hat sie viel gehört vom Projekt des Schweizer Bankers, wie man Daniel Elber hier allgemein nennt, und ist begierig, mehr darüber zu erfahren. Wie auch Elber will sie etwas zurückgeben an die Balinesen. Viele Experts konkurrenzieren sich regelrecht mit ihren Wohltätigkeitsgedanken. Es ist eher so, dass Ubud mich gewählt hat, als umgekehrt. Jedes Mal, wenn ich in den letzten 30 Jahren hierher kam, geschah etwas Magisches, Wunderbares. Und ich hatte das Gefühl, stark verbunden zu sein mit dem Universum und der Natur. Deswegen kam ich immer wieder zurück, um verschiedene Teile Balis zu entdecken. Meine Berufung ist es, Liebe zu geben und zuzuhören, da zu sein. Ich bin eine zertifizierte ganzheitliche Gesundheitsberaterin und eine Körperarbeitstherapeutin. Ich habe viele Titel, aber das spielt keine Rolle. Wenn man mich klassifizieren möchte, dann gehöre ich der chinesischen Tai Chi Qigong Tradition an. Wai Chin ist eine typische Vertreterin der spirituellen New Age Heilerszene, die Ubud prägt. Glaube versetzt bekanntlich Berge. Und selbst wenn es nicht wirkt, so schadet es meist auch nicht. Ihre Kundschaft rekrutieren die Therapeuten, Heiler und Gurus unter den vielen Expats, die oft in einer Umbruchsphase in ihrem Leben stehen und sich oft auch nach spiritueller Führung sehnen. Das Wort Ubud bedeutet Medizin. Menschen kommen von überall her. Ihr Instinkt oder ihre Intuition sagen ihnen, dass sie hier etwas finden können, was sie brauchen. Und in der Tat gibt es hier einen Energiewirbel. Der Körper hat Akupunkturpunkte und die Erde hat auch solche. Und Ubud befindet sich genau auf einem solchen Energiepunkt. Der große Zuzug alternativer Eltern aus aller Welt kreierte das Bedürfnis nach einer Schule, die ebenso alternativ sein sollte wie die Lebensentwürfe der Eltern. Unweit von Ubud, mitten im Dschungel, entstand 2008 die Green School, ganz aus Bambus. Die pittoreske Schule erinnert an ein Hobbit-Dorf und hat ein weltweites Medienecho ausgelöst. Mit 450 Schülerinnen und Schülern sind wir immer noch eine kleine Schule. Trotzdem kamen allein letztes Jahr 12.000 Besucher zu uns, um zu erfahren, was wir hier anders machen.
Viele Medien, Autoren, Unternehmer, Politiker und Prominente besuchen uns. Als Generalsekretär der UNO treffe ich unzählige Menschen und besuche jedes Jahr unzählige Schulen. Aber dies hier ist die außergewöhnlichste und einmaligste Schule, die ich je besucht habe. Das Unternehmen Green School und seine Gemeinschaft hat eine Geschichte zu erzählen, die die Herzen und den Verstand berührt. In erster Linie legen wir Wert darauf, die Kinder umfassend zu erziehen. Wenn wir hier von Nachhaltigkeit sprechen, meinen wir damit Herz, Verstand und Geist. Wir wollen, dass die Kinder gerne lernen und gute Beziehungen mit anderen eingehen können. Für uns ist Nachhaltigkeit ein ganzheitliches Konzept. Und es beginnt mit den Kindern. Deswegen kommen die Familien zur Green School. Und das hält sie hier. Mit etwa 1.000 Franken Schulgeld pro Monat ist die Green School allerdings ein Elitenprojekt. Die meisten Kinder kommen aus betuchtem Haus. Vereinzelt erhalten aber einheimische Kinder ein Stipendium. Unser Ethos ist es, den Kindern Fähigkeiten beizubringen, die sie im 21. Jahrhundert benötigen. Nachdem sie unsere Schule durchlaufen haben, können sie in die Welt hinausgehen mit Fähigkeiten, die an Universitäten und auf dem Arbeitsmarkt gesucht sind. Wir sind nicht nur ein Modell für Nachhaltigkeit, sondern für Erziehung überhaupt. Wir sind offen für neue Technologien in unserem ganzen Curriculum. An der Oberschule arbeiten wir papierlos. Fast alles wird am Laptop gemacht und alle Inhalte sind online erhältlich. Wir haben Medienunterricht und lehren das Filmemachen. Es ist eine unglaubliche Fusion zwischen Natur, Umwelt und modernster Zukunftstechnologie. Das Hauptgebäude und sogenannte Herz der Green School ist die größte Bambuskonstruktion der Welt und wurde 2008 in nur wenigen Monaten errichtet. Kein Wunder, wollen möglichst viele prominente Sponsoren hier ihren Namen verewigt sehen. Auf unserem Campus können Sie mit neuesten 3D-Druckern arbeiten. Und wenige Meter entfernt können Sie Schweine füttern. Die ganze Spannbreite. Unser Campus ist naturnah. Wir bleiben erdverbunden und machen das Gelände nicht platt mit ebenen Oberflächen. Die Bewegung in der Natur hilft der motorischen und kognitiven Entwicklung der Kinder. Eine Bambusbrücke führt über den Dschungelfluss in die Nachbarsiedlung. Hier ist eine Firma angesiedelt, die aus den Erfahrungen, die beim Bau der Schule und der Brücke gemacht wurden, entstanden ist. Heute ist sie eine der innovativsten Bambusbaufirmen weltweit. Der malaysisch-australische Architekt Eugene Loh hat lange und erfolgreich in der traditionellen Architekturszene von Melbourne gearbeitet, bevor er sich ganz dem Bauen mit Bambus verschrieben hat. Es hat alles vor 10 Jahren mit Bambus begonnen. Das Gebäude, in dem wir arbeiten, ist jetzt 10 Jahre alt und es hält sich gut. Bambus ist erneuerbar und wächst schnell. Wir haben hier in den Tropen viel davon. Es ist natürlich und verströmt ein gutes und warmes Gefühl. Die Bambusindustrie ist noch in ihren Kinderschuhen. Aber ich sehe, dass Bambus Holz, ja selbst Beton und Stahl ersetzen kann, wenn diese Baustoffe knapper werden. Der Siegeszug des ökologischen Wundergrases Bambus als Rohstoff und Baumaterial hat in Bali begonnen. Hier wurden die ersten modern designten Villen aus Bambus erbaut. Und plötzlich wurde das Arme-Leute-Baumaterial erstrebenswert. Bauen mit Bambus ist ein großer Trend in Südostasien. Und Ibuku baut ganze Resorts, aber auch Privathäuser aus Bambus.
Die Leute kommen nach Bali und wollen einen Teil von Bali besitzen. Ich will auf ein Reisfeld schauen oder in einem Flusstal leben. Ich kaufe oder miete ein Stück Land und baue. Das führt zu Konflikten mit den Balinesen und stört das traditionelle Gleichgewicht. Die Balinesen sagen, ich will meinen althergebrachten Lebensstil nicht aufgeben. Als Reisbauer verdiene ich genug und muss mir keine Sorgen machen. Und die Ausländer erwidern, ich kaufe dein Land, ich gebe dir Geld. Wer gewinnt? Es sind sehr interessante Zeiten in Bali. Weil für immer mehr Menschen immer mehr gebaut wird, verliert Bali zunehmend seine dörfliche Struktur und zersiebt. Die Immobilienhändler freut es. Elite Havens Knight Frank ist einer der Marktführer. Hier werden Liegenschaften angeboten, die oft mehrere Millionen Franken kosten. Doch der Bauboom hat auch zu einem Überangebot geführt. Unser Büro ist seit etwas mehr als 10 Jahren hier. Als wir unser Haus bauten, waren wir das einzige Gebäude hier. Doch jetzt sind wir mitten in einem neu erbauten Zentrum. Viele, die gerne hier leben würden, können das nicht, weil sie andere Verpflichtungen in ihrer Heimat haben. Aber sie möchten doch etwas haben auf Bali, wo sie immer hin können, um einen Lebensstil zu genießen, den sie zu Hause nicht finden. Weil Ausländer Grundstücke nur langfristig mieten, nicht aber ohne Einschränkungen besitzen können, kommen heute die meisten Käufer der Top-Liegenschaften aus Indonesiens kleiner, aber superreicher Oberschicht. Es ist heute schwierig geworden, günstige Liegenschaften zu erwerben. Früher kamen die Ausländer und sahen, dass die Preise günstig waren. Aber heute ist es ihnen zu teuer geworden. Viele der High-End-Liegenschaften stehen die meiste Zeit leer und werden wochenweise zur Vermietung angeboten. Im obersten Preissegment geht der Trend nämlich klar zur Miete. Viele, die sich eigentlich leisten könnten, wollen sich nicht mehr mit den Verpflichtungen des Besitzes herumschlagen. Der gebürtige Römer Daniele Marianelli hat sich den Traum vom Leben auf Bali erfüllt. Gerne holt er seine kleine Tochter von der Schule ab. Nach Bali kam er mit seiner Familie vor allem der guten Schulen wegen. In einer kleinen Siedlung hatte sich vor 2 Jahren ein Haus mit langfristigem Wohnrecht gekauft. Doch seine Liebesgeschichte mit Indonesien reicht weit zurück. Bereits im Jahr 2000 zog Daniele mit Anfang 20 nach Siladen im Osten Indonesiens, um auf dieser kleinen Insel ein Resort aufzubauen. Er sah das touristische Potenzial der abgelegenen Insel. Bis heute sind wir damit ziemlich erfolgreich gewesen und wurden 2017 zum weltbesten Tauchresort gewählt. Es war eine aufregende Reise, alles aufzubauen. Heute lebe ich nicht mehr in Siladen. Seit 2 Jahren sind wir in Bali, wo das Leben viel einfacher ist. Meine beiden Töchter und meine Frau Claudia lieben Bali und wir planen nicht, wieder wegzuziehen. Wir haben 2 kleine Kinder, die Schulen sind hier viel besser. Das Leben ist sehr spannend hier, sehr anders als auf der kleinen Insel, wo wir vorher lebten. Hier können wir mit vielen anderen Expats auf der ganzen Welt Kontakte pflegen. Meine größere Tochter geht in die französische Schule und wir sind ständig mit vielen anderen Kulturkreisen in Kontakt. Natürlich ist auch das Essen viel besser und die Auswahl ist viel reicher als dort im Osten Indonesiens, wo wir früher lebten. Es gibt mehr Möglichkeiten, auch für die Kinder. Die Lebensqualität hier auf Bali ist sehr hoch. Als Hotelier verbringt Daniele noch immer viel Zeit auf Reisen. Umso mehr genießt er dazwischen die kurzen Aufenthalte mit seiner Familie. Und dank Personal wie Kindermädchen können er und seine Frau auch das Nachtleben Balis genießen. Balis Expat-Szene ist festfreudig. Und die beiden sind oft und gerne gesehene Gäste. Heute wird im Haus eines befreundeten französischen Ehepaars eine Geburtstagsparty gefeiert. Man kommt kostümiert und feiert bis in die frühen Morgenstunden. Nicht unbedingt die Regel im sonst islamisch geprägten Indonesien.
Die Idylle Bali leidet aber weniger unter den Expats als unter den Folgen des Bevölkerungswachstums und des Massentourismus. Der größte Teil der Touristen kommt heute aus anderen Teilen Indonesiens und dem asiatischen Ausland. Die allermeisten davon aus China. Sie bleiben kurz, geben wenig Geld aus, verursachen aber trotzdem viel Müll. Die beiden Green School-Schülerinnen Isabel und Melati Weisen wurden auf Bali geboren. Ihre Mutter ist Holländerin, der Vater Indonesier. Um etwas gegen die Müllflut zu unternehmen, begannen die Mädchen, sich für ein Plastiksackverbot einzusetzen. Die Medien stürzten sich auf die Teenager, die so selbstbewusst mit medienwirksamen Aktionen die Welt verbessern wollen. Mittlerweile haben die beiden selbst Indonesiens Präsidenten getroffen. Doch das Medienecho ist größer als der Erfolg ihrer Initiative. Bali ertrinkt im Abfall. Und es wird nicht besser, sondern eher schlimmer. Wir sind ganz nah am Meer, an einem kleinen Flüsschen, das direkt ins Meer fließt. Was sehen wir? Überall nur Müll. Über diese Wasserwege endet der Müll im Meer. Wie Venen, die den Abfall in den Ozean transportieren. Speziell während der Regenzeit ist das ein allgegenwärtiger Anblick. Der Wasserpegel steigt und mehr Abfall gelangt ins Meer. Plastik ist überall, an Zweigen von Sträuchern wie hier. Wir sind nur 100 Meter von unserem Zuhause entfernt. Überall ist Müll. Und solche Anblicke sind Teil unseres Alltags. Nur wenige Kilometer von Balis berühmtesten Stränden, versteckt hinter Mangroven, befindet sich ein gigantischer Abfallsammelplatz. In Bali gibt es keine organisierte Abfallentsorgung. Manches endet hier, anderes in Flüssen und im Meer. Trotz des bestialischen Gestanks in der tropischen Hitze verdienen Menschen auf der Abfallhalde ihren Lebensunterhalt mit der Suche nach rezyklierbaren und verkäuflichen Abfällen. Ja, selbst kleine Imbissstuben sind hier zu finden, wo sie sich verpflegen können. Die schönen Bali-Kühe, die hier weiden, sehen gesünder aus, als man angesichts ihrer Diät vermuten würde. Und manche meinen, die Kühe könnten sogar Plastik verdauen. Im Meer schwimmen so viele Plastikteile, dass auch die beste Strandräumung nach der Flut mit Saubermachen nicht mehr nachkommt. Für die Touristen, die für das wirtschaftliche Wohlergehen der Insel so wichtig sind, ist der Abfall mittlerweile unübersehbar. Eine alte Sandale. Und das alles finden wir nur auf einem Meter Strand. Das waren alles Alltagsprodukte. Wenn man das hier am Strand wiederfindet, denkt man schon, das könnte auch von mir sein. Wir sind alle ein Teil des Problems. Also haben wir auch die Verantwortung, ein Teil der Lösung des Problems zu werden. Ich glaube wirklich, dass Bali sich zu einer Modellinsel entwickeln kann, die aufzeigt, wie sich diese Probleme lösen lassen. Es könnte alles mit einem Nein zu Plastiksäcken beginnen. Bali ist zu einem Magneten für Millionen geworden. Die einst einsamen Strände sind längst von den Massen okkupiert. Der Tourismus wird weiter zunehmen und der ökologische Druck auf das fragile Inselparadies weiter steigen. Doch weil die Insel ökonomisch abhängig ist vom Tourismus, geht das Idyll Bali langsam in Richtung Schlussverkauf. Sie sahen Bali, Paradies im Ausverkauf. Sie können diese Sendung in unserem Online-Shop erwerben.